da, als ich so über den Zug geschimpft habe, da war auch ein sehr, sehr überforderter Chinese im Zug, der gerade vom Flughafen kam und auf dem Weg nach München war. Weil er ist schon nicht damit klargekommen, dass du in Deutschland nicht automatisch eine Platzkarte hast, wenn du dir ein Ticket für den Zug kaufst. Und er hatte sehr, sehr viel Hunger und das Bordrestaurant war geschlossen, weil nichts funktioniert hat. Und dann hat er sich verzweifelt auf die Suche nach einer Steckdose gemacht, weil sein Telefon mit seiner Fahrkarte nicht mehr so viel Saft hatte. Also sein erster Eindruck von Deutschland war vielleicht nicht ganz so positiv. Naja, besser als das von dem anderen Chinesen. Während der Flüchtlingswelle hatten sie doch mal einen Chinesen mehrere Wochen in ein Eingesperrt, Flüchtlingslager. der aber auch nichts gesagt hat, Genau. sondern einfach das mit sich hat machen lassen. Genau. Halt so gewohnt von War zu aber eigentlich Hause. ein Tourist. Und irgendwann nach einer Woche oder so hat er mal gesagt, du bist Warum jetzt bin mal ich wieder eigentlich weiter in die hier? nächste Stadt. Neuschwanstein habe ich jetzt schon gesehen, aber den Raum hier jetzt schon eine Woche lang. Den kenne ich jetzt auch schon gut. Zylonensender. Ich bin Zylon Tim und dabei ist Zylon Mario. Zylon, Mario sagt Hallo zu Zylon, Phil. Roger, Roger. Hallo. Okay, Ich verstehe, ich was du stelle mir jetzt gefragt Phil als so ein Droide von Star Wars eher vor. Warum nur? Keine Ahnung. Heute stehen wir am Abgrund, am Precipice, wie der Amerikaner. Nein, der Amerikaner sagt Precipice und der Brite sagt Precipice. Und was sagt der Texaner? Brazopass. ja, ich wollte den Titel schon mal nennen, weil es mir seltsam vorkam, dieses Wort. Habe ich noch nie gehört. Ich kannte bis jetzt Abyss, aber die englische Sprache ist ja dafür bekannt, dass sie mindestens doppelt so viele Wörter als die deutsche hat und man deswegen immer wieder Wörter findet, die man noch nicht kennt. Wie? Was? Wie? Viel Als als. wie? More than. Als wie? Mario, was sagst du dazu? Kompletter kaputt alles. Ja, du musst dabei, musst du die Daumen auf die Zeigefinger pressen. Gut, gut. Kompletter kaputt da. Ja, gut, dass wir keine italienischen Zuhörer haben. Ja, jetzt nicht mehr. Noch. Oh. Wir haben aber deutsche Zuhörer, zumindest nehme ich das an, weil zumindest deutschsprachige Zuhörer. Olaf hat uns geschrieben, das können wir gerade mal kurz erwähnen. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, nach der Kampfstein Galactica-Folge, also der Special-Folge vor der dritten Staffel, dass es im A-Team-Intro einen Verweis auf Battlestar Galactica gibt. Und zwar gibt es da die Szene, in der Faceman einfach rumsteht und vor ihm läuft so ein Zylon dabei und er guckt so, was kenne ich doch irgendwo her. Wir können das verlinken. Ich glaube sogar, wir haben das schon mal verlinkt in der Episode, die aber damals, als Olaf das geschrieben hat, noch nicht veröffentlicht war. Egal, wir verlinken das einfach nochmal. Genau. Vielen Dank für den Hinweis, Olaf. Falls andere Leute auch Hinweise haben, schreibt uns gerne in unsere Kommentare, liked uns gerne mal auf iTunes oder ja, nehmt über Twitter Kontakt mit uns auf. Zum Zahlensender-Zeiten, da habe ich das jede Folge gesagt. Jetzt sage ich einfach nochmal, Zahlensender.net ist unser Twitter-Account, unter dem ihr uns findet. Auch da haben wir eine Nachricht bekommen, die bezog sich aber gar nicht auf Battlestar, sondern auf Lost noch. Da hat uns Dela nämlich eine Nachricht geschickt, dass sie ja
insbesondere gerade mit Lost angefangen hat und den Podcast hört und eine Frage zu einer bestimmten Folge hatte. Das war die Folge Du guckst ja gar nicht bei uns. Da ging es ja darum, in der, wie hieß denn der kleine Junge? Verdammt, das ist schon so lange her. Walt, genau. In der Walt eingeführt wurde, glaube ich. Wie in sein Vater, dessen Namen ich auch vergessen habe. Michael, sehr gut, Phil. Phil, du sagst mir, du vergisst alles. In dem Michael ihn von seiner Mutter in Australien abgeholt hat. Ach, das ist doch die Folge mit dem toten Vogel, oder? Richtig, genau darum ging es in der Frage. Und auf Twitter. Aber zurück zu Battlestar Galactica. Wir sind in Folge 2 von Staffel 3 angekommen. Wie ich schon gesagt habe, heißt die Folge Am Abgrund oder auf Englisch Precipice. Und der Autor der Folge war Brian Haley und der Regisseur Sergio Mimica Gesan. Die Folge wurde ursprünglich auf Sci-Fi am 6. Oktober 2006 ausgestrahlt, also fast 12 Jahre her jetzt. Und in Deutschland ein Jahr später, am 23. November 2007. Das ist schon krass, wenn man versucht, sich so in die Zeit zurückzuversetzen, wo das so lange gedauert hat, bis irgendwelche Sachen nach Deutschland kamen. Hm. Das kannst du mittlerweile ja nicht mehr machen. Ja. Das kennt die Jugend heute gar nicht mehr. Kannst du mittlerweile ja schon deswegen nicht mehr machen, weil die Sachen sonst einfach übers Internet irgendwie schon... Ja schon, und dann guckt sich ja gar keiner mehr auf irgendwelchen regulären Kanälen an. Ja, genau. Ich weiß noch, dass irgendeiner der Prequel-Trilogy-Star-Wars-Filme zuerst in Europa lief, bevor sie in den USA lief. Ich glaube, das war Episode 3. Lag aber, glaube ich... An der Zeitverschiebung. Also, ist ja relativ und oft... Nur bei dem Film. Ich glaube, in den USA starten die Filme regulär immer freitags oder so. Also halt irgendwann, es gibt ja immer aus Gründen so einen fixen Tag in der Woche, wo Filme starten. Bei uns donnerstags, oder? Mhm. Ja, warum auch immer. Habe ich auch nie verstanden, warum Donnerstag und nicht halt Montag, weil da geht die Woche los. Oder Freitag, weil da gehen die Leute ins Kino, weil da das Wochenende losgeht oder so. Und donnerstags gehen die Leute ins Kino. Oder demonstrieren. Ja. Und dann ins Kino. Na gut. Genau, ein Jahr Verspätung. Und wir sind zurück auf Neu-Caprica. Und Phil möchte uns eine Kurzzusammenfassung in 5 Sätzen geben. Okay. In dieser Folge bekommt Starbuck von Lioben, heißt der gute Mann, glaube ich, ein Kind untergejubelt, was angeblich ihres ist, weil der hat ja weiterhin seine Psychospielchen, um Starbuck rumzukriegen. Adama schickt die frisch als Offizier neu vereidigte Boomer nach Neu-Caprica, um sich da mit dem Widerstand zu treffen. Und besagter Widerstand macht mit seiner erfolgreichen Taktik der Selbstmordattentate einfach weiter, woraufhin die Zylonen den Druck etwas erhöhen und sich eine ganze Gruppe an Menschen jetzt rausgesucht haben, die sie einfach exekutieren wollen. Natürlich von wie heißt der Präsident? Bajos Galtar. Genau. Bajos Galtar, genau. Von diesem offiziell abgesegnet und zufälligerweise sollen die an derselben Stelle exekutiert werden, wo Boomer sich mit dem Widerstand treffen soll. An der, es heißt an der, nicht wo. Das ist völlig korrekt. Da ich keine wirkliche Inhaltsangabe vorbereitet habe, ist das alles, was mir jetzt auf die Stelle. Das war schon sehr gut, vielen Dank. Das war fast alles, eigentlich alles, ja. Alle sterben, müssen wir noch kurz sagen. Alle sterben. Ich befürchte ja, das ist gar nicht so, aber mal sehen. Das ist übrigens die erste Folge, wo alle Zylonen auftauchen, gleichzeitig im selben Raum sitzen. Bei Balta, oder? Ja, hatten wir noch nie. Ich hab auch gedacht, als die da so saßen, das ist schon ein ganz schöner Psychopathenkreis. Ja.
aber wo steigen wir doch mal vorne ein? Ja, wo ging es denn los? Ich glaube, die Präsidentin sitzt in der Zelle, so ähnlich wie Tai in der letzten Folge. Genau. Nur kriegt sie Besuch von Balta und nicht von Kevin. Ja, so im Nachgang zu dem Bombenattentat aus der letzten Folge, weil jetzt einfach versucht wird, über die frühere Präsidentin Einfluss zu nehmen und die Menschen dazu zu bringen, sowas nicht nochmal zu machen, weil sie davon ausgehen, dass die Präsidentin dafür empfänglich ist, was ja auch stimmt. Mir schien das ein bisschen willkürlich ausgerechnet über sie. Klar, sie ist die frühere Präsidentin, aber man hat ja in der letzten Folge ganz eindeutig gesehen, dass die komplett weg ist vom Fenster, als sie da in ja, dieser aber, Schule aber saß. Du kannst ja trotzdem, also ich finde es nicht unplausibel zu sagen, dass sie trotzdem noch so eine Art moralische Autorität sein kann. Ja, man kennt sie halt noch. Und wenn die sich öffentlich hinstellt und sagt, wir sollten das nicht tun, dass du damit das vielleicht nicht ganz beenden kannst, aber zumindest den Widerstand irgendwie spalten kannst und da genug innere Unruhe stiften kannst, dass es sich zumindest auf so einen ganz harten Kern dann reduziert. Ja, ich glaube auch, sie gehen davon aus, dass sie auch Kontakte zum Widerstand hat. Ich meine, sie war ja vor Balta Präsidentin und wer bietet sich da als erster Kontaktmann dann eben an, um den Widerstand gegen Balta und die Zylonen anzuführen als die ehemalige Präsidentin? Selbst wenn sie jetzt davon ausgehen sollten, dass Roslyn keinen direkten Kontakt zum Widerstand hat, wird's glaube ich schon reichen, wenn die einfach öffentlich Stellung nimmt zu dem Thema und das Vorgehen verdammt. Was sie aber eigentlich gar nicht vorhat erstmal, sondern sie bietet Balta gut Paroli. Mich hat's eigentlich gewundert, dass sie das dann doch macht. Dich hat's gewundert, dass sie dann ein Problem damit hat, dass sie Selbstmordattentäter einsetzen. Genau. Und dass sie damit auch unschuldige Menschen umbringen und nicht nur Kollaborateure und Zylonen. Genau. Ja, ist auch sehr. Weil sie sonst ja, ich glaube, das wird sogar in einer Szene, ich glaube, Tai stellt genau diesen Vergleich nämlich an, weil sie ja sonst immer sehr knallhart ist. Und sie ist auch eigentlich gegenüber Balta knallhart und deswegen hat es mich hinterher gewundert, dass sie das dann doch macht. Und ich glaube, das ist nur, damit der Plot vorangeht. Also ich habe es nachvollziehen können. Weil ich glaube, also dieses Argument, was Tai da bringt, ist ja eigentlich schon ganz gut. Also weil Tai sagt ja, am Ende macht es keinen Unterschied. Ich schicke die Leute eh immer in den Tod, egal ob sie in einem Raptor sitzen oder ob sie halt sich eine Bombe umschnallen und irgendwo hingehen. Tod ist tot. Und das finde ich sehr, also so diese moralische Haltung von Roslyn finde ich sehr, sehr anschlussfähig, da trotzdem so eine, ganz emotional gesehen, einfach da eine Grenze zu ziehen und das unterschiedlich zu sehen, ob jemand sich eine Bombe umschnallt und sich irgendwo in die Luft jagt oder ob jemand klassisch in den Krieg zieht mit Waffen und versucht, andere zu töten. Das geht doch den meisten Menschen bei uns auch so, dass man das auf unterschiedliche Stufen stellt. Ja. Ja, es passt aber nicht so ganz überzeugt. Es passt halt nicht ganz zu der Hardlinerin, die sie sonst immer ist. Also ich glaube nicht, dass sie mit dem Ergebnis ein Problem hat, sondern dass sie einfach emotional mit der Art und Weise, wie das Ziel erreicht wird, nicht klarkommt. Oder sie vielleicht erstmal damit auseinandersetzen muss. Ich glaube schon, dass sie sich am Ende damit abfinden könnte, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass es keine andere effektive Möglichkeit gibt, so eine Art Krieg zu führen. Also weil Selbstmordattentate benutzen ja immer nur Leute, die in konventioneller Kriegsführung einfach massiv unterlegen sind. Und das ist ja der Fall. Ja. Die Menschen können ja nicht gewinnen, wenn sie sich Schusswaffen organisieren und eine lange Linie bilden und dann irgendwie versuchen, das Zylonen-Hauptquartier einzunehmen. Also ehrlich gesagt können sie auch nicht bei Selbstmordattentaten gewinnen, weil die Zylonen ja 36 Stunden später wieder auf der Matte stehen. Ja gut, aber sie können halt die laufenden Kosten extrem erhöhen, einfach. Ja, ich glaube, das Problem, das sie auch hatte, war ja, das ist ja, glaube ich, am Anfang der Folge, wenn Tyrell mit Tai darüber redet, Tai plant ja jetzt tatsächlich einen Anschlag auf den Marktplatz, der quasi umringt ist von
unschuldigen Menschen und Familien und nicht nur von dieser Polizei und den Zylonen. Ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo sie dann selbst auch irgendwann sagt, ich glaube, Tyrell fragt ja dann auch, auf welcher Seite kämpfen wir eigentlich? Auf der Seite der Zylonen oder auf unserer Seite? Weil wenn sie anfangen, sich selbst umzubringen, um ein höheres Ziel zu erreichen, dann sind sie im Endeffekt ja auch nicht besser. Mhm. Aber sie versucht es ja dann bei Tai, aber klappt nicht, gell? Also Tai sagt, ich mach trotzdem weiter. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon, dass er quasi den Kampf nur des Kampfes willen weiterführt, weil er nichts anderes kennt und das ist das, was ihn sein Leben lang begleitet hat. Mhm. Ich glaube, fast ihm ist es egal, wie sie gewinnen und ob sie am Ende überhaupt noch gewinnen, Hauptsache, ja, es geht weiter. Wollen wir kurz einfach zwischendurch die Starbuck-Geschichte abhandeln? Das kann man nämlich, finde ich, relativ flott machen, oder? Ja. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Lioben irgendwann, nachdem er über, keine Ahnung, habe ich vergessen, er redet über irgendwas mit Starbuck, ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, dann ja auftaucht mit so einem kleinen Mädchen und Starbuck erzählt, dass es ihre Tochter ist, die sie irgendwie aus den Resten, aus dieser Breeding Farm da gezüchtet haben. Irgendwie, ich glaube, er sagt, sie hatten halt noch eine Leihmutter hatten sie. Und die Eierstöcke von ihr haben sie auch noch gehabt. Deswegen. Genau, und die haben sie halt irgendwie befruchtet und dann versucht er jetzt auf die Schiene eben einen emotionalen Anker bei ihr irgendwie zu landen, was ja bisher noch nicht so gut funktioniert hat, weil sie ihn regelmäßig umbringt. Das ist die. Und das ist ja jetzt auch wieder einfach was, das erzählt Lioben ihr halt und ja, das kann sie glauben oder kann sich denken, naja, der hat sich halt irgendwo hier aus dem Camp ein blondes Mädchen geschnappt und erzählt ihr jetzt die Geschichte. Oder sie haben einen kleinen Mini-Zylon gezüchtet. Wie auch immer. Es wird ja auch nicht aufgeklärt, ob es stimmt. Aber scheint ja erstmal zu funktionieren. Ja, sie ist am Anfang noch recht widerwillig und redet ja auch immer nur von dem Ding und das und wehrt sich erst dagegen, dem Kind überhaupt eine Persönlichkeit zuzugestehen, aber dann verletzt sich das Kind, glaube ich, irgendwie, als sie mal eine Weile nicht hinschaut. Und darüber funktioniert es dann schon, dass sie es zugeben muss, dass sie, weiß nicht, interessiert ist oder doch, dass da auf jeden Fall eine emotionale Bindung da ist, weil sie es anscheinend doch zu einem Teil glaubt oder zumindest nicht ausschließen kann, dass es ihre Tochter ist. Aber auch nur, weil sich das Kind verletzt hat, das fand ich ja dann so interessant eigentlich. Weil hätte sie das Kind wahrscheinlich gar nicht verletzt, dann wäre es ihr 1000%ig wurscht gewesen, was mit dem Kind passiert. Aber da sie das Kind dann verletzt aufgefunden hat, da hat es dann wirklich so Klick gemacht. Hey, okay, das ist eigentlich ein Kind. Und ich glaube, finde ich aber auch sehr nachvollziehbar. Genau, das heißt, es funktioniert, dieser Trick hat funktioniert halt, ja. Also ich sage jetzt Trick, das wäre das Kind jetzt absolut runtergefallen. Ja, auch wir wissen ja nicht, was passiert ist. Starbuck ist ja nicht da, als es passiert. Das kann ja, also ich würde das nicht ausschließen, dass Lia oben da mit der Bratpfanne die Treppe runterkam. Hm. Ja, aber es funktionierte halt und genau das ist wahrscheinlich, das Ergebnis ist halt dann wichtig für Lia oben gewesen. Dass sie es jetzt akzeptiert. Ja, hat noch jemand was zu sagen dazu? Mehr passiert denn nicht eigentlich. Nö, das war tatsächlich alles. Nur, dass ich die Farbgebung hier total nervig wieder fand. Das war ja alles total blau. Und ja, die Kamerafahrten waren in dieser Folge schrecklich. Manchmal stockt es immer, dann hast du so eine Zeitlupe gehabt in einigen Szenen, wo ich mir denke, warum? Das wird schlimm mit der Kamera diesmal. Hast nämlich dann auch gehabt, dass dann Lio mit der Kleinen die Treppen runtergeht. Ganz langsam in Zeitlupe kommen sie runter, spannende Musik im Hintergrund. Einfach nur, um die Szenen
eine Minute lang auszustrecken. Und dann kommt ein Kind. Ja. Hallo, Mami. Nein, sie redet übrigens gar nicht. Oh ja, sie sagt Hallo. Ja, und sie hat Hi gesagt oder Hallo. Hüpft sie dann die ganze Zeit nur auf der Couch rum. Das ist übrigens die Tochter von irgendeinem Crewmitglied, habe ich gelesen. Okay. Oder die Nichte. Ich glaube, die Nichte oder die Tochter von irgendeinem Crewmitglied der Serie. Ach so, also die Schauspielerin. Ah, okay, ja. Das ist Crew der Galactica. Ja. Ja. Oh, nein, sie ist ein Crewmitglied der Galactica. Sie ist Raptor-Pilotin. Ja, sie ist Raptor-Pilotin. Mhm. Baby One. Okay, also offensichtlich haben wir nichts mehr zu dieser Szene zu sagen. Das ist ja auch echt nichts passiert, ehrlich. Was ich diese Folge erst richtig geschnallt habe, obwohl es eigentlich total logisch ist, ist, dass ja wirklich niemand weiß, wer in dieser Menschenpolizei überhaupt Mitglied ist. Hm. Also weil hier, wie heißt er? Jammer. Genau. Ja, das habe ich erst da jetzt gemerkt, als er sich mit Tyrell irgendwann unterhält, dass es ja, dass die da alle anonym sozusagen sind. Und das stelle ich mir praktisch schon ganz schön schwierig vor. Ach, also wenn du so in deinem Alltag immer drum reden musst, ja, was machst du denn den ganzen Tag? Ich gehe zur Arbeit. Ja. Ich arbeite irgendwo da hinten, aber du kennst da gar keinen. Ich komme mal mit. Und ich, ach nee, ich habe ja frei heute. Aber gut, das haben wir das letzte Mal schon festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt da auf New Caprica, weil sogar Gate herumspazieren kann, ohne erkannt zu werden. Ja, das war auch sowas. Da stellt das keiner Fragen. Ich weiß gar nicht, nee, ach, das fand ich ja gar nicht so komisch. Aber auch das wurde mir jetzt diese Folge erst wieder so richtig klar, als ich Gator unterhält sich ja irgendwann mit Tyrell auch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, sag mal, was, wie dumm ist denn der Chief? Jetzt kackt er den einen Informanten, den sie haben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Den pisst er jetzt voll an. Wie und ich habe irgendwann erst später geschnallt. Ah, der weiß das ja gar nicht. Ach so, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht geschnallt. Nein, der weiß überhaupt wissen nicht voneinander, dass er der Informant ist. Und dann ist es natürlich wieder nachvollziehbar, ja, dass er sagt so, wie kannst du dreckiger Verräter da nur deinen Job machen? Weil die aber erst dachte ich mir halt auch, naja, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen fahrlässig, den so in die Arme der Zylon zu treiben, dann wenn er halt deine eine Quelle in die Administration rein ist. Entschuldigung, ich bin still. Ja. Nee, ich fand's nur dann lustig, dass er dann ironischerweise mit Gemma darüber geredet hat und dann sagen, dass Leute wie sie beide, also quasi die auf der Seite der Menschen stehen, am Ende über so Leute wie Felix Gator richten werden und sie aufknüpfen werden als Verräter. Während Gemma dann der Polizei angehört. Er hätte dann quasi noch pfeifend weglaufen müssen. Ja, der Chief kotzt sich ja bei Gemma so richtig darüber aus, dass hier seine Kelly gefangen genommen wurde. Stimmt, ja. Die wurde ja von der Polizei. Und Gemma war ja bei der Aktion dabei. Mhm. Genau, weil sie quasi zu der Gruppe gehört, die als Bestrafung exekutiert werden soll. Ja. Ja. Und in der letzten Folge hat sich ja noch Kelly drüber beschwert, dass der Chief nochmal weggeht, weil sie halt Angst hat, dass er nicht wiederkommt. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Jetzt kommt er wieder und sie ist weg. Ja. Es hätte sich jemand was dabei gedacht. Ja, die haben eine Razzia durchgeführt. Hm. Im Ort. Das sieht man dann zu Beginn Ort. Ich weiß nicht, Im Dorf. Im Dorf. Die leben. Ich wollte schon sagen, die leben im Dorf, aber lass mal das jetzt lieber. Und da war Kell dann ebenso dabei. Ich glaube, das war so die einzige bekannte Figur, die gefangen genommen wurde. Naja, und die Präsidentin. Ja, das kam ja später. Erfahren wir erst später. Ach so. Ja, das erfahren wir erst später, das stimmt. Spoiler. Oh nein. Verdammt. Muss rauspiepen gleich. Ja, dann erwähne ich Tom Sarek noch nicht. Gut. Piep! Ja, weil die Zylonen wollen nämlich jetzt die Daumenschrauben enger ziehen, wie sie sagen. Weil es zwischendurch passiert dann nochmal so ein Anschlag. Genau, sie greifen eins der Kraftwerke, glaube ich, an. Ja. Aber das war so unlogisch wieder. Also, Entschuldigung, möchtest du mir erzählen oder soll ich? Oder darf ich? Erzählen.
Ja, also da gehen halt die Menschen halt dann zur Arbeit und dort arbeiten halt nicht nur Menschen, sondern auch Zylonen anscheinend. Und das ist halt in einem Kraftwerk. Und bevor du halt in die Arbeit darfst, musst du also so ein Tor passieren und da gibt es halt eine Passkontrolle. Und da wird halt jeder irgendwie kontrolliert, aber genau die eine Person, das war eine Frau, die mit sehr verdächtig rumrennt und rumschaut mit der Tasche in der Hand, die spaziert einfach durch und die wird irgendwie übersehen bei der Kontrolle, was echt unlogisch war. Also mich hat das so geärgert in der Szene. Und dann wird sie angehalten, hey Sie, was haben Sie in Ihrer Tasche? Und die reißt sich halt los und zückt natürlich eine Pistole, knallt mit den ersten Menschen ab und sprengt sich dann halt bei den Generatoren in die Luft. Sie hat recht viele Zylonen beschädigt, also oder getötet, beschädigt. Und ein paar Menschen auch gestorben. Das war dann der zweite Anschlag, weil der Markt kam ja nicht mehr in Frage. Das haben wir, glaube ich, vorhin noch nicht gesagt. Der wurde nämlich gesperrt. Weil die Zylonen halt irgendwie gewusst haben, gut, Menschenmenge kann schon gefährlich werden. Vielleicht machen sie es ja dann dort. Und da haben sich ein neues Ziel ausgesucht. Ja, und daraufhin sind dann die Zylonen relativ erstaunt, wieso denn die Menschen nicht einfach bei ihrer Unterdrückung mitmachen wollen und sagen. Das wäre doch nur logisch. Ja. Dass sie waren ja so entgegenkommt. Genau. Ja, ja, eben. Genau. Also sie haben zwar 12 Kolonien zerstört und dann die Menschen unterdrückt, aber können sich trotzdem nicht so ganz erklären, weil sie sind doch eigentlich, gehören doch zu dieser Fraktion an, die nur Frieden wollen. Und deswegen habe ich sie auch Psychopathenclub genannt eben, weil die so irgendwie gar nicht raffen, was da los ist. Und ja, jetzt ist halt natürlich das, was dann immer kommt, Gewalt gegen Gewalt und so weiter. Und jetzt wollen sie erstmal ein Exempel statuieren und wollen Balta ein Todesurteil, warum auch immer. Also das ist eigentlich auch, könnten sie auch einfach so machen. Ich glaube nicht, dass dieses Todesurteil überhaupt jemand sieht. Sie könnten einfach sagen, Balta hat es unterschrieben, aber das wollen sie jetzt, dass er das unterschreibt. Ich finde aber diese Erklärung ganz witzig. Das sagt doch der eine von den Zylonen, dass sie das nur machen, um ihr eigenes Gewissen nicht damit zu belasten und es sich nicht mit Gott zu verscherzen. Ach, so das wie sagt Leute er, exekutiert weil er wollte ja den Tod ja. anderen sozusagen. Ah, genau. Verstehe. Okay. Aber das sagte doch der... Das sagt bestimmt Cavill, oder? Ja, genau. Nee. Aber, echt? Oh, ja. Ja, Cavill sagt. Ach so, das, oder? Oh, ich dachte, der Arzt Zylon war das. Okay. Na, das war wirklich Cavill, ja. Und das sagt es aber so, es würde sich so anhören, als wäre er nicht gläubig, sondern die anderen wollen sich nur besser fühlen. Als wäre es ihm ja nicht egal. Das war er ist auch mehr so der ironische Zylon, habe ich das Gefühl. Der ironische Priester. Dem ist auch jeder Mensch egal, weil also bekannt wurde, dass auch 4 Menschen dabei gestorben sind. Oh ja, das interessiert mich nicht weniger jetzt. Das war ihm wirklich egal eigentlich. Aber die Szene fand ich eigentlich richtig gut, in der Balta sich dann zum ersten Mal überhaupt irgendwie weigert, etwas zu tun. Weil am Anfang sieht es ja so aus, als würde er das direkt wieder machen. Weil das ist ja so, also er versucht sich ja immer überall rauszuwinden, egal, und hat keine Skrupel, aber dann hat er irgendwie dann, das dauert ja sehr lange, bis er das tatsächlich einlenkt. Ja, und ich finde es auch witzig, dass so, also weil da ist ja dann wieder so eine Szene, wo er sich mit seiner Head Six unterhält. Und du siehst ja auch gar nicht, wie er unterschreibt, sondern er guckt dann ja selber da irgendwo hin und sieht so, oh, ich habe ja unterschrieben. Was auch so gut die Interpretation offen lässt, oder zumindest, dass Balta sein Gewissen damit selber ein bisschen beruhigen kann, dass es ein Stück weit jetzt vielleicht einfach die Six war, die seine Hand geführt hat und für ihn unterschrieben hat. Und dass er sich da von der Schulter ein Stück weit freisprechen kann. Ja. Also, dass es keine bewusste Entscheidung war. Kam ja, glaube ich, auch erst in seinen Kopf, nachdem Caprica Six erschossen wurde, ne? Weil sie hat ihn ja quasi noch verteidigt gegen die anderen Zylonen und hat gesagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen und sie sollen ihn nicht mit der Waffe bedrohen und so weiter und so weiter, weil sie haben ihm ja eine Waffe an den Kopf gehalten. Und als sie dann ein bisschen lauter geworden ist, hat ja, glaube ich, weiß gar nicht wer, aber irgendjemand hat sie ja dann erschossen. Der Reporter. Genau. Und dann war ja Balta quasi sowieso neben sich. Fand ich aber krass, dass er einfach erschossen wurde. Ja, er sagt ja dann noch so, sie kommt, ist gleich wieder da, aber der Nächste bist du. Ja. aber da gerade nochmal, also Caprica ist doch die Head Six, oder?
Ja. Aber es ist natürlich nicht die gleiche, weil wir wissen ja nicht, wer die Head Six ist. Genau. Oder ist das die gleiche? Unklar. Wenn es die Head Six überhaupt, ja, unklar, überhaupt ein richtiger Zylon ist. Ja, es ist ja überhaupt nicht klar, ob die Head Six irgendwas anderes ist als halt er selbst. Baltas, ja. Hirngespinst. Quasi. Und einfach so eine Externalisierung, sagt man das so? Eine Trennung seiner Schuldgefühle einfach von sich selbst für die ganzen Dinge, die er gemacht hat. Dieselben sind es auf jeden Fall ja nicht, weil die haben doch einen unterschiedlichen Charakter, behaupte ich jetzt mal. Also die agieren total anders, die beiden, also die Head Six und Caprica also Six. Der Balta. Naja, sie ist auf jeden Fall ein Abbild von der Six, die er ja auf Caprica getroffen hatte. Ja. Und ab dem Zeitpunkt haben die ja unterschiedliche mit Erfahrung ist das halt so ein Ding. Ja, aber die Six, die jetzt erschossen wurde, die hat ja auch einen Head Balta. Und der Head Balta ist ja auch vom Charakter her ganz anders als der normale Balta. Weil der ja so total selbstsicher ist, der Head Balta. Galactica. Nee, erst kommt Galactica. Noch Gator. Gator kommt noch rein. Stimmt. Und macht dann noch Balta Vorwürfe. Wie konntest du? Aber Balta, das, man sieht halt nochmal, dass Balta jetzt gerade wirklich sehr neben sich steht. Also ihm ist schon klar, was er da jetzt, was er gemacht hat, aber könnte theoretisch so ein Punkt sein, wo er entweder völlig bricht oder auch in eine ganz andere Richtung sich jetzt entwickelt. Also das ist halt so ein Ereignis war, was jetzt irgendwie einen ganz, ganz substanziellen Einfluss hatte auf ihn. Mhm. Oder ist es einfach nur eine Fernsehserie und nächste Folge ist das alles nicht. Genau, jetzt Galactica gerne. Naja, die unsere Freunde auf der Galactica planen ja immer noch das Rettungsmanöver. Sie haben ja jetzt durch diesen einen Raptor quasi Kontakt zum Planeten und können immer wieder in gewissen Abständen Textnachrichten austauschen. Und im Zuge der Planung lässt Admiral Adama die Galactica-Scheiben frei und gibt ihr eine Uniform und nimmt sie wieder in die kolonialen Dienste auf. Macht sie quasi wieder zum Piloten. Ja, und so richtig offiziell mit Eid und Zeremonie und ja. Genau. Was jetzt der junge Adama nicht so gut fand. Er findet ja immer noch, dass es zu gefährlich ist und dass man ihr nicht vertrauen kann und dass er ihr quasi zu viel Vertrauensvorschuss gibt nach allem, was sie getan hat. Das war der eine Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, tatsächlich zu der Folge. Ja. Weil ich den sehr schön fand. Weil ich glaube sogar, Boomer fragt das ihn selbst, woher Adama denn wüsste, dass er ihr vertrauen kann. Und dann sagt Adama gibt ja tatsächlich die einzig richtige Antwort auf so eine Frage. Ja, deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und er sagt daraufhin, die Garantie habe ich nicht, deswegen heißt es Vertrauen. Ja. Fand ich sehr schön, ja. Eigentlich sehr, sehr, sehr offensichtlich. Fand ich auch sehr einprägsam. Dass es, also weil oft in den Filmen ist es ja dann so, dass die Person sagt so, ja, ich weiß es halt. Ja, oder so. Aber eben genau das ist ja Vertrauen, wenn du dir halt eben nicht sicher sein kannst. Ja. Und das aber trotzdem machst. Genau. Aber ich finde, Apollo macht einen sehr guten Punkt, als er seinen Vater überredet, jetzt nicht mit der, also nicht die komplette Restflotte aufs Spiel zu setzen. Ich hatte kurz einen Gag erwartet, weil Apollo ja irgendwie sagt, so ja, ich bin irgendwie soft geworden in letzter Zeit, ich weiß, es ist alles richtig. Aber was du da so machst, ist völlig hirnrissig, weil du setzt das Überleben der gesamten Menschheit aufs Spiel und das steht dir nicht zu, das ist nicht deine Entscheidung. Mhm. Und dann sagt Adama ja, du hast recht. Und dann dachte ich, dass er weiter sagt, du bist einfach furchtbar soft geworden. Du bist einfach ein tierisches Weichei. Ja, aber ich glaube auch, Lee hat dann mit der Planänderung, die sein Vater dann macht, auch nicht gerechnet. Ja gut, aber die akzeptiert er ja dann. Das ist ja dann schon okay, dass Adama sagt, ja, du hast recht, also hier Pegasus und zivile Schiffe, sucht mal weiter nach der Erde, wir machen das alleine. Ja, weil Apollo ja auch einfach recht hat, also nur weil Adama halt eine Uniform aus einer
Zeit trägt und mit dieser Uniform die Autorität aus einer Zeit trägt, wo ganz andere Regeln galten. Ja, steht es ihm nicht zu, den Rest der Menschheit jetzt irgendwie in Gefahr zu bringen und damit eben dafür zu sorgen, dass, wie Apollo sagt, die Menschheit einfach aufhört. Ja, richtig. Könnt ihr mir nochmal erklären, warum Boomer jetzt eigentlich in die Flotte aufgenommen wurde? Was war dieser Plan? Das habe ich gestern gar nicht kapiert. Weil Boomer am besten an den ganzen Zylonen vorbeikommt, weil sie ein Zylon ist. Ah, das macht Sinn. Zylon erkennen also, sie nicht. Ja, genau, weil Boomer, ja doch, sie erkennen sie. Das ist ja genau der Witz. Nein, ich meine, das ist eine Fresse. Entschuldigung, ja. Dass sie jetzt eigentlich ihr Feind ist, ja. Weil Boomer da durchkommt, weil die Centurios ganz, das fand ich auch witzig, auch wenn das nur in so einem Nebensatz gefallen ist, die Centurios ja ganz explizit kein eigenes Bewusstsein bekommen und in sich rein programmiert haben, niemals diese Zylonen-Modelle zu schädigen, weil die Zylonen halt genau wissen, was passieren kann, wenn du deiner Schöpfung irgendwie ein eigenes Bewusstsein gibst. Sind sie sehr vorsichtig. sind sie sehr vorsichtig in dieser Hinsicht. Sie haben aus Fehlern gelernt. Achten darauf, dass es wirklich reine Befehlsempfänger und Ausführer sind und gar nicht selber nachdenken können. Ich glaube, es ist auch noch eine Idee, dass wenn sie die Sharon auf den Planeten schicken und sie Kontakt mit dem Widerstand aufnehmen soll, wäre es schön ganz praktisch, wenn sie auch eine Uniform trägt. Weil wenn da irgendeine Sharon angelatscht kommt und sucht Kontakt zum Widerstand, ich weiß ja nicht, wie die Leute da dann reagieren würden. Ja gut, ich glaube, die Entscheidung war jetzt nicht, schicken wir Boomer mit oder ohne Uniform dahin, sondern schicken wir Boomer dahin, von der wir einfach nicht hundertprozentig wissen, steht sie auf unserer Seite oder wird sie am Ende doch wieder sich für die Zylonen entscheiden oder schicken wir einfach Menschen hin, bei denen der moralische Druck irgendwie groß genug ist, da jetzt das Überleben der Menschheit nicht aufs Spiel zu setzen. Aber sie hat jetzt ein Eid abgelegt, sie kann ja jetzt gar nicht mehr die anderen verraten. Das darf sie ja jetzt gar nicht mehr. Ja. Nicht schon wieder. Aber die Boomer, die mit der Kelly redet auf dem Planeten, das ist doch die nicht, gell? Die ist ja noch auf der Galaktika. Das ist die originale Boomer aus der ersten Staffel. Ja. Genau, die den Admiral angeschaut hat. Ah, genau. Ja. Was sie sagt ja echt zu ihr, die Kelly sagt ja zu ihr, wie oft muss ich ja nicht noch abknallen? Stimmt, ja. Ja, dass sie jetzt auf der Galaktika ist, auch die Hilo auf Caprica mitgebracht hat. Ja, genau. Und geheiratet hat. Weil sie heißt ja jetzt Sharon Agathon. Ja. Naja, stimmt. Haben ja alle geheiratet irgendwie alle zwischen den beiden Staffeln. Und fett geworden alle. Soft. Soft. Swinger Club Galactica. Da kennt sich der mehr ist ja bisher auf der Galactica jetzt noch nicht passiert. Sind sie ja quasi immer noch in der Planungsphase. Genau. Ja, und vor allem in der Übungsphase. Ja, mit den schlechten Piloten, die sie haben, ja, das stimmt wohl. Ach genau, eine wichtige Sache ist ja noch, als sie da geplant haben, haben sie ja überlegt, wer die ganzen zivilen Schiffe vom Planeten wiederholen soll, sobald sie da ankommen, weil die sind ja alle schön geparkt da in diesem Dörfchen. Und dann sagt Adama ja, also erstmal fliegt die gar keiner weg, weil die Zylonen nämlich die Startschlüssel aus den Schiffen entfernt haben und an irgendeinem sicheren Ort deponiert haben, sodass gar keins der Schiffe starten könnte, selbst wenn sie jetzt Piloten auf die Sitze stecken. Da muss man halt die Kabel überbrücken. Das blaue Kabel. Tom Zarek kriegt das hin. Das heißt also, Sharon muss auch erstmal diese Startschlüssel aus, wo auch immer die Zylonen sie geparkt haben, entfernen. Weil das kann nur sie, weil sonst kommt da ja niemand hin. Ja. Zurück nach Caprica. Meanwhile in Caprica. Ist es immer noch gelb? Caprica ist immer noch gelb, beziehungsweise gelb. Ich dachte, es wäre blau. New Caprica blau. Ach so, New Caprica, stimmt. Caprica ist noch gelb. Auf New Caprica kommen wir dann schon so ziemlich zum Ende, oder? Weil naja, wir könnten vielleicht noch erwähnen, dass Cavill hier Alan rekrutiert ist, vielleicht zu viel gesagt, aber knallt. Ja, gut, das ist ja nichts Neues mehr. Sie dazu bringt, für ihn Dinge zu tun, weil er ihr gegenüber
eröffnet, dass ihnen ganz klar ist, dass Tai im Prinzip der Kopf des Widerstands ist. Und ja, dass der Sex eben nicht ausreicht, um ihn zu retten, sondern dass sie Dinge herausfinden muss für ihn. Dem Cavill ist es doch scheißegal, ob da jetzt die Anschläge sind oder nicht. Er könnte das ja einfach beenden. Ja. Er hat ja da eine ganz eigene Agenda wieder. Ja, das hatte Mario ja vorhin schon gesagt. Ja. Das berührt ihn jetzt. Also ja, ich glaube, der hat da keine schlaflosen Nächte. Aber ich glaube generell bei ihm, dass es ihm ziemlich wurscht ist, was die anderen sagen. Und der fügt sich halt nur, weil es halt jetzt eine Demokratie ist. Aber das haben wir ja schon bei unterschiedlichen Zylonen gesehen, finde ich, dass sie so in der Gruppe, ja, wir sind ja alle immer, wir stimmen ab und verfolgen alle gemeinsam das große Ziel. Aber jeder, der kann, wenn er in der, das hatten wir schon bei der Xena und bei den, jeder, der mal so in einer Position ist, wo er selber jetzt einfach Dinge entscheiden kann und von den anderen bekommt es keiner mit, machen die das. Also das sind sie ja sehr, sehr menschlich in der Hinsicht. Aber in Bezug auf mit dem Abstimmen, was ihr gerade gesagt habt, fand ich auch eine interessante Szene nochmal zum Anfang, wo sie da bei Balta im Büro standen, haben sie auch immer wieder quasi, also eins dieser Modelle hat immer in der Wir-Form gesprochen, so wir sind der Meinung. Wir stimmen dafür, ja. Genau, so als ob quasi alle Modelle mit einer Stimme sprechen, als hätten sie ja, gemeinsam. Ja, aber nicht ganz. Also, ja, nicht ganz. Manche haben ja auch gesagt, die meisten von uns. Also ich glaube, die Kevin hat das, glaube ich, die gesagt. Ist eine. Na, oh, die Kaprika, ich dachte eher die Six. Ach so, Six. Ja, genau. Ja, das waren die Six. Ja. Ja, aber das, also lese ich quasi oder höre ich so raus, als würden sie sich zumindest irgendwie Gedanken teilen, als würden sie sich ein Bewusstsein teilen. Also zumindest bei den Modellen selbst, jedes einzelne Modell so eine Art Schwarmbewusstsein besitzt? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Parteisystem wie bei uns genauso mit den Parteien einfach. Die Partei ist einfach dafür, jetzt fertig. Und ich glaube, die sind alle online verbunden und die stimmen dann immer schnell ab, die drücken dann immer so schnell zu. Ja. So ein Voting wird dann gestartet. Die müssen sich da schon irgendwie extra Kabel einstecken und sich zusammenschließen, wenn sie irgendwie ganz schnell sich abstimmen wollen. Ansonsten müssen die ganz klassisch miteinander reden. Ich hätte jetzt auch gesagt, weil sonst würde das mit Boomer und Boomer ja gar nicht klappen. Ja, eben. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber die legen halt schon immer, also ich finde, das passt gut in das Bild, dass sie nach außen hin und auch und gerade gegenüber den anderen Modellen immer so einen Optimalzustand darstellen wollen. So hier unser Modell, wir sind alle immer ganz besonders einig und stehen ganz besonders hinter der Sache der Zylonen. Und wenn du dann eben so Beispiele hast wie die Six oder wie, ich weiß gar nicht, was die Sharons für eine Nummer haben. 8, glaube ich. Dass es so ein bisschen komisch schon ist. Jetzt können wir, glaube ich, zum Ende. Genau, denn die Geheimpolizei hat alle zusammengesammelt. Inklusive auch. da treffen sich ja auch Roslyn und Sarek wieder. Genau, das fand ich ganz nett. Szene, ja. Wo Sarek sie noch fragt, ob sie die Wahl manipuliert hat und sie gibt es dann noch zu. In Anbetracht des bevorstehenden Todes. Und er dann sagt, ich wünschte, sie hätten es geschafft. Ich auch. Das hab ich gar nicht mitbekommen, okay. Ja, das ist einfach nur ich auch, ja. Ja, wäre besser für alle gewesen. Ja. Das ist ja das erste Mal, dass man Sarek überhaupt sieht. Wir hatten uns ja schon, glaube ich, irgendwann gefragt in der letzten Folge, wo der eigentlich ist. Das sagt ja auch, dass er irgendwie 4 Monate jetzt in Haft war. Ja. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr das noch leid tun wird, dass sie ihm das gesagt hat. Falls sich die Situation mal wieder ändert. Ja, aber die werden jetzt eher abgeschossen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie diese Situation überstehen sollten. Ja. Wir wissen es ja nicht. Könnte Sarek aus dieser Information Vorteile ziehen? Ja. Ja, diese Trucks mit den ganzen Zivilisten drauf halten ja dann an irgendeinem Canyon an und das heißt ja, oh, ihr dürft mal kurz aussteigen, euch die Beine vertreten, bla bla. Am Abgrund. Am Abgrund, genau. Und Kelly wird dann von einem vermummten Soldaten quasi aus der Reihe gezogen, der sich dann als Freund entpuppt. Wer mag und das ihr dann, wohl sein? Man hört ihn ja raus. Ja.
redet ja überhaupt nicht. Genau. Wie ist denn, also, warum dann, er dann schneidet, so nee, ich weiß nicht, ob er ihr die Fesseln, doch, er schneidet ihr die Fesseln los und sagt ihr, ja, sie soll weglaufen. Und das klingt ja eigentlich ganz gut in so einer Situation, also läuft sie los. Ja, und während sie weg... Ja? Ja, Moment, gleichzeitig, bevor das passiert, wird doch noch auf irgendwelche, hier auf Anders und so geschossen, weil die noch irgendwie was planen. Die wollen die befreien, oder? Das ist doch an diesem Fluss. Ja, Sharon nee, hat die, ja schon... Die treffen sich da doch einfach genau. Mit Boomer, oder? Mit Boomer, genau. Ah, genau. Was halt zufälligerweise genau da ist, wo die exekutiert werden sollen. Ja, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das jetzt die Boomer von der Galaktika? Nee. Ja. Doch. Ah, die ist von da. Die ist jetzt da, okay. Genau. Alles klar. Genau. Ach, deswegen meintet ihr auch eben, zufällig ist das genau da, ja, jetzt. Mhm. Ja, ist halt praktisch. Ja. Eröffnet er die Möglichkeit, dass dieses große Geballer, was man dann am Schluss hört, vielleicht doch nicht die Zylonen sind, die alle Gefangenen exekutieren. Genau, stimmt. Weil man sieht ja auch in der letzten Szene, wie Zylonensoldaten auf die Gefangenen zulaufen und quasi ihre Waffen ausfahren. Genau. Und dann wird geballert. Wird geballert. Und also Kelly wirft sich noch hin. Weil man sieht, das Ballern sieht man aus Kellys Sicht. Ja, genau. Sie hört es quasi. Hört man nur, genau, sieht man gar nicht. Die Centurios hörst du eigentlich mal kilometerweit, ja? Die geben komische Geräusche einfach von sich. Die haben bestimmt auch einen Schleichmodus. Genau, das ist nur Sounddesign. Die können bestimmt auf Schleichfahrt gehen. Ja, das ist ein Lautsprecher. Das kommt aus dem Lautsprecher. Also die Sharon, die erzählt denen gerade was und der Zuschauer hört dann schon die bzz, 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 und dann sagst du nach 5 Sekunden, still, ich höre was. Bzz, bzz, bzz. Jetzt hörst du die ganze Zeit in der scheiß Szene. Und dann, oh, wir werden angegriffen. Es hätte einfach die ganze Zeit einer in der Gruppe stehen müssen und keiner hat es gemerkt. So ein Centurio mitten in der Gruppe, der Soldaten. Ich bin unsichtbar für euch. Hat sich vergessen, der hat mit so einem Hut auf dem Kopf. Genau. Gryffindor. Das wäre jetzt interessant zu sehen, was da passiert, wenn Boomer einfach nicht wegrennt, sondern ganz ruhig auf die Centurios zugeht und einen nach dem anderen abknallt, ob die das wirklich durchziehen so, und die Zylonen nicht verletzen. Ja. Also ich würde es an ihrer Stelle jetzt auch nicht ausprobieren, aber wäre interessant. Ja. Müsste ja klappen, nach der Theorie. Mhm. Wenn es nicht klappt... Sie kann es ja einfach ausprobieren, sie wacht ja wieder auf. Ja, und im Notfall hält sie einfach jedes Mal Menschen vor sich. Sind genug da. Aber wenn es nicht klappt, sollten sich die Zylonen Gedanken machen. Ja. Diese Exekution von der Six war übrigens ganz schön, also dafür, dass das so ein direkter Kopfschuss aus nächster Nähe war, war das ganz schön sauber. Ja, es war so eine kleine Nadel wahrscheinlich. Hm. Aber das ist so, also hinten fliegt ja immer nur dieses Zeug raus, vorne ist das ja, meistens... Ja, aber ist ja nicht passiert. Vielleicht war es Stahlgeschoss. Das geht einfach durch. Oder bei den Zylonen passiert das einfach nicht, weil der Kopf hinten aus Metall ist und da bleibt es einfach drin. Genau. Ach so, steckt drin. Ja. Das fliegt ja, dann immer so 5-mal hin und her. Bing, 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 bing. Ja. Sieht dann hinterher aus wie Darth Maul, der Schädel. Ja, Cliffhanger-Ende. Genau, Cliffhanger-Ende. Ja. Wir sind aber überzeugt, dass nichts passiert. Oh. Ja, es werden nur ein paar es werden auf jeden Fall nur so ein paar unwichtige Statisten umgebracht. These 1. Von den Sarek Gefangenen. Überlebt. These 2, die Präsidentin überlebt. These 3. Ich nehme beides. Alle überleben. Genau. These 3, Kelly überlebt. Ja, so ein paar mit Masken über dem Kopf liegen bestimmt tot da. Nächste Folge, so 2, 3 Szenen. Ja, aber das sind doch eigentlich die, auf die Zylonen nicht feuern sollten. Gemma ist tot. Vielleicht. Nein, nicht diese Masken. Ach so. Mann. Ja, okay. Naja. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wie lange wir noch, hast du noch einen dreckigen Fun-Fact, Planeten rumgammeln? Ich habe keinen Fun-Fact diesmal. Keinen einzigen. Schlecht vorbereitet. Ich könnte googeln nach einem Fun-Fact. Was wir hier machen, während Mario seine Bewertung hat. Das ist jetzt einfach eine besondere Folge. Weil es keinen Fun-Fact gibt. Ja. Okay. Besonders traurige Folge, meinst du? Gut, dann Mario. Ich glaube, du solltest als Erster.
Gut, dann wird halt jetzt der Mario anfangen. Ja, ich fand die Folge gut. Es ist nicht so super viel passiert. Jetzt, die Action war jetzt nicht vorhanden, aber man braucht eigentlich nicht immer Action, damit eine gute Folge draus wird. Ich fand sie an manchen Stellen spannend, an manchen Stellen ziemlich langweilig, wie bei Starbuck. Das war ziemlich uninteressant. Die Spannung wurde eigentlich aufgebaut. Der Cliffhanger war sehr, sehr, sehr gemein, aber auch ziemlich, ziemlich gut. Also gemeine Cliffhanger sind immer die besten, finde ich. Ja, ich gebe der Folge jetzt eine 8. 8. 8. Dann setze ich gleich einen Kontrast. Ich fand die Folge nämlich nicht so gut. Ich fand die letzte Folge ja sehr gut. Der hatte ich 9 Punkte gegeben. Und ich fand, im Vergleich hatte diese Folge mir zu viel Plot. zu viel Dialog und ja, einfach nur Dialog. Und das hat mir halt an der letzten Folge so gut gefallen, dass da die Atmosphäre so schön gezeigt wurde, ohne dass ja so viel Handlung und Dialog einfach da war. Und hier war es halt genau andersrum. Atmosphäre hatte die Folge doch auch. Fand ich nicht so. Also nicht. Vielleicht habe ich das aber auch nur nicht gemerkt. Also ich fand halt dieses Mysteriöse, was die letzte Folge noch so hatte, dieses, man wird da jetzt in jedes Ding reingeworfen und weiß überhaupt nicht, was das jetzt bedeutet, muss ich da so zurechtfinden. Das hat mir halt sehr gut gefallen, während ich das ja jetzt schon alles wusste. Und zum Beispiel solche Szenen wie mit Starbuck, die gingen mir total auf die Nerven. Es gab auch ein paar gute Szenen, aber ich fand sie auf keinen Fall so gut wie die letzte Folge. Und ich gebe ihr nur 7 Punkte. Und wären da nicht so ein paar gute Szenen wie die mit Balta gewesen, als der unterschreiben musste, seinen Konflikt und seine Verzweiflung, dann hätte ich dir auch vielleicht nur 6 Punkte gegeben. Aber es sind 7. Und Phil? Also ich fand auch diesen Handlungsstrang mit Starbuck, den fand ich ziemlich langweilig. Man hat nichts Neues erfahren. Also der fällt für mich ganz, ganz, ganz stark ab. Im Gegenteil zu den anderen Handlungssträngen. Den Teil auf der Galactica, beziehungsweise Pegasus, was weiß ich, halt bei der restlichen Flotte, fand ich okay, aber jetzt auch nicht super, super interessant. Dagegen fand ich so gut wie alles, was auf Neu Caprica war, fand ich sehr atmosphärisch. Fand manche Szenen jetzt rückblickend, so wie die Unterhaltung zwischen dem Chief und helft mir. Gator, dankeschön. Und Gemma. Fand ich interessant, einfach so mit dem. Jetzt, wo ich es verstanden habe. ja, so mit dem Hintergrund, wer macht tatsächlich was, fand ich toll, fand ich sehr atmosphärisch. Diese ganze Szene, wo die Gefangenen zu ihrer Exekution gebracht werden, fand ich überraschend bedrückend für so eine Unterhaltungsserie. Das war schon, ja, hat mich mehr reingezogen, als ich erwartet hätte, weil ich das ja schon kenne. Also da war ja jetzt keine große Überraschung dabei. Auch was du gerade schon erwähnt hattest, die Szene mit Balta, wie er die Exekutionsorder unterzeichnen soll, fand ich sehr intensiv. Die Diskussion zwischen Tai und der Ex-Präsidentin Roslin fand ich interessant, so die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Bewertungen der Situation einfach verbalisiert zu bekommen. Weiß nicht, wenn ich jetzt noch eine Weile nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch mehr Szenen einfallen. Also auf Neu Caprica fand ich eigentlich alles auf irgendeine Art und Weise spannend. Aber in Summe kann ich der Folge leider auch keine bessere Bewertung geben als Tim, weil ich diesen
Starbuck-Handlungsstrang einfach echt beschissen fand und den Caprica-Teil nur okay. Also 7. Okay. Wer ist eigentlich Nummer 7 bei den Zylonen? Das müssen wir bis zum nächsten Mal rausfinden. Dann bleibt zum Abschluss noch Ben. Was soll ich denn jetzt noch großartig sagen? Der Preis des Letzten. Also, ich meine, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Ich fand auch am interessantesten tatsächlich sagen wir es anders, geht kürzer. Am uninteressantesten fand ich tatsächlich auch den Handlungsstrang um Starbuck. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich die Serie oder die einzelnen Folgen nochmal gucke, dass ich die Szenen tatsächlich einfach schnell durchskippe, weil die mich überhaupt nicht interessieren und die für mich auch überhaupt keinen Einfluss auf die Gesamtstory nehmen. Ja, da gab es jetzt auch keine neue Erkenntnis. Nein, gar nicht. Es ist quasi das Gleiche nochmal. Es war halt dieses Psychospiel einfach weitergetrieben, aber nicht packend. Also du kannst so ein Psycho-Ding ja auch irgendwie spannend machen, dass du da sitzt und es irgendwie mitreißend ist, wie eine Person versucht, eine andere irgendwie zu brechen oder zu manipulieren oder wie auch immer. Aber das ist einfach hier nicht so gemacht, dass man da davor sitzt und irgendwie gebannt zuguckt. Ja, und vor allen Dingen nicht über mehr als eine Folge. Also irgendwann ist auch mal genug. Ja, naja, ich glaube, in Summe war das jetzt gar nicht so viel Zeit. Ich finde auch den Leon-Charakter eigentlich gar nicht uninteressant, dass da so manipulative Charaktere gibt es ja doch immer wieder in Filmen, bei denen das ganz faszinierend ist, denen bei der Arbeit irgendwie zuzuschauen, aber ich fand das einfach nicht gut inszenierend. Genau. Ja, wie gesagt, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Von daher komme ich auch auf 7 Punkte. Alles klar, dann haben wir 3x7, 1x8, sind uns relativ einig. Fehlen nur noch die letzten Worte, Mario. Christ. Oh je. Warte, ich habe gerade noch IMDb-Wertung rausgesucht. Ah, sehr 8, gut. 8,1. Ja, genau. Okay. Mario war besser vorbereitet. Mutter des Jahres. Okay. Ich sage, kein Fun Fact. Das war meine zweite Option. Ui. Meine erste Option ist The Swirl. What? What? Diese Sexposition, die ja. Cavill so beeindruckt hat. Der Quirl. Ach so. The Swirl. Ja, Deutsch muss ganz, ganz toll sein. The Swirl. Bei mir ist es Vertrauen. Ja. Okay. Ich habe zugehört bei der Folge. Vertrauen, ja, das war ja die coole Szene, die ich mir aufgeschrieben hatte, genau. Okay. Wir hören uns bald wieder, wenn es da heißt Hallo. Oh mein Gott. Kompletter Kaputa. Mach's gut. Schreibt uns. Bis dann. Schreibt uns eine Postkarte. Frankiert sie mit 80 Pfennig und. Und geht alle wählen, wenn ihr wählen dürft. Oh ja, bitte. Es wird schon wieder gewählt, glaube ich. Nee. Ständig. Oh. In Bayern. Bis die Folge rauskommt, ist das alles durch. Hoffentlich wart ihr alle wählen. Ach, 2019 wird bestimmt auch wieder gewählt. Ey. Wählt alle links! Darf ich eigentlich noch in Hessen wählen, wenn ich mal Hesse war, aber jetzt in Baden-Württemberg lebe? Nein, nie wieder. Nein? Habe ich keine zweite Staatsbürgerschaft? Nein. Oh, nein. Du hast nicht mal eine. Aber ich glaube, Baden-Württemberg wird nächstes Jahr gewählt. Ja. Dann zieht er schnell wieder um. Immer vor der Wahl. Nein! Damit er nie wählen muss. Nein! Vielleicht können wir ja Wahlen beeinflussen, indem wir einfach immer im Hintergrund ganz leise den Namen von irgendeiner Partei einspielen. Die Leute hören das dann ständig, wenn sie unsere Podcasts hören. So wie bei Sie leben, wenn man die Brille auf hat. Genau. Dann muss man bei uns einen speziellen Kopfhörer aufhaben, dann hört man das nur.
Oh nee, es wird gar nicht nix. Es war ja erst vor 2 Jahren Wahl in Baden-Württemberg. Ja, du musst doch eine Weile warten. Ja, dann. Man kann es ja nochmal umziehen. Oder du ziehst immer genau dahin, wo gerade gewählt wird. Ob es da eine Klausel gibt? Das ist eine gute Frage. Dass man erst ein halbes Jahr oder ein Jahr dort wohnen muss, bevor man wählen kann. Bestimmt. Ihm das wird schon geben, oder? Das wäre komisch. Wieso? Weil sonst 10 Millionen Menschen umziehen. Regelmäßig umziehen. Weil wir ein Problem haben, dass zu viele Leute wählen. Ja, der Enthusiasmus für Wahlen ist zu groß. Wir müssen das eindämmen. Dringend unterbinden. Ich habe auch letzt wieder eine Kino-Plus-Folge gesehen, wo dieser geschniegelte Anzugtyp da war, den finde ich mittlerweile auch echt gut. Du weißt, wen ich meine, Ben, oder? Ist der öfter da? Ja, meinst der du, war jetzt... Meinst du jetzt war, Andreas Bardet, oder? Nein. Ich weiß, wen du meinst. Der immer irgendwelche... Der alles immer so ganz künstlerisch, philosophisch betrachtet und interpretiert und immer irgendwelche Ingmar Bergmann-Filme zitiert und so. Du weißt, wen ich meine, Tim? Ja, wenn ich sehe... Ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe das nur einmal gesehen, als der dabei war. Und wie fandest du den? Geschniegelt. Aber interessant. Na, ich weiß nicht. Also ich fand den so wie diese Typen beim Morgenmagazin. Die auch über Kino. Was? Überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das war vielleicht nicht die Folge, nur es war vielleicht die schlechte Folge mit dem, die ich gesehen habe. Ich hab's gleich, der war in der Mission Impossible Folge. Wolfgang M. Schmidt. Moment, da muss ich nach dem suchen, damit ich ein Gesicht habe. So, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, ciao, Mario. Ciao. Ach, der, ja, okay, alles gut. Ja, also weil der hat tatsächlich manchmal sehr interessante Dinge. Also der ist ein extrem guter Kontrapunkt zu den anderen, finde ich, weil er oft aus so einer ganz anderen Richtung kommt. Ja, ich meine, Ahnung von Filmen haben die anderen ja auch, aber der guckt Filme einfach ganz, ganz anders. Also ich denke mir bei dem auch regelmäßig so, ja, meine Güte, also man muss jetzt nicht alles immer in irgendeinen historischen, kulturellen, philosophischen Kontext stellen. Manchmal haben Dinge keine zweite Ebene, sondern sind einfach genauso plain and simple, wie sie halt gemacht sind. Aber selten. Ja, genau. Aber ganz oft halt eben nicht. Und da finde ich das interessant, wenn die halt aus so ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und da ich finde die Gespräche interessant. Also so der hat ja so einen eigenen YouTube-Kanal auch. Und wenn der alleine Filme rezensiert, das ist schon anstrengend. Also das kann ich mir nicht angucken. Ich glaube, das Einzige, was ich mir ganz angeguckt habe, weil mich das so interessiert hat, war seine Rezension zu Mad Max Fury Road, weil ich mir dachte, der kann jetzt unmöglich diesen Film mit irgendwelchen Philosophen erklären und so, weil das halt eine Autoverfolgungsjagd ist. Also weil die halt eine Stunde so rumfahren und dann wieder eine Stunde so rum und dabei die ganze Zeit farbenfrohe Dinge in die Luft fliegen. Aber natürlich hat er das da auch gemacht. Sagt er was zu David Lynch? Bestimmt. 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 Ja, muss mal gucken. Aber das ist immer ein anderer, oder? Dieser Gast. Deswegen heißt das Gast. Ja, ach, genau. Die haben nicht immer einen Gast. Jetzt weiß ich noch, dass ich fand den so geschniegelt, weil der hatte nämlich diesen hellen Anzug an. Das sah sehr geschniegelt aus. So ein weißes Hemd und einen hellen Anzug. Ja, der trägt immer Anzug. Also jetzt die Folge, die ich aktuell gesehen habe, die war auch jetzt im Sommer aufgenommen, wo es so tierisch heiß war, wo die anderen irgendwie in kurzer Hose und T-Shirt da sitzen und 100 Ventilatoren im Studio stehen. Und er aber natürlich im Anzug, weil man trägt keine kurzen Hosen. Und das ist zwar Quatsch, aber das muss ich ein Stück weit auch respektieren, wenn er sein Ding da so knallhart durchzieht. Na gut. Er hat ja auch gesagt, Predator war scheiße. Also brauchen wir den nicht gucken. Der erste?
Nee, der doze Chopper! Ja, an dem neuen bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe noch kein gutes Wort über den gehört, noch kein. Das weiß ich gar nicht, aber ich fand 40 Reviews gelesen. Ich fand den Trailer schon so, Dabei ist der von den Schauspielern, von der Crew her, ist der gar nicht so schlecht aufgestellt, aber der scheint wohl extrem grottig geschrieben und umgesetzt zu sein. Wer spielt denn da mit? Aha. Thomas Jane spielt mit. Der hat den Punisher gespielt in der alten Verfilmung. Ja, die kenne ich. Genau. Aber ich weiß trotzdem nicht, wer das ist. Oder bei The Expanse spielt er hier den Miller, den Cop. Ach, das ist der Punisher. Also der die Haare so seltsam frisiert hat. Genau, so. Thomas Jane, genau. Ach so. Wer spielt noch mit? Olivia Munn. Olivia Munn. Bei X-Men mitgespielt, genau. Alfie Allen spielt mit aus deiner Lieblingsserie Game of Thrones. Jake Busy. Meine. Mr. Ich habe riesige Zähne. Wen kennt man denn? Könnte man denn noch kennen? Ja. Das war's. Wir hatten auf jeden Fall neulich irgendeinen Film, den es noch nicht gibt, aber den habe ich mir gleich mal auf die Wunschliste gesetzt. Weil der interessant klang. Ich habe aber natürlich wieder vergessen, wie der hieß. Bei Kino Plus meinst du? Ich glaube, das war bei Kino Plus. Ich schaue gerade mal. Ah, den gibt es ja noch nicht. Das ist richtig. Aber du kannst auf deine Wunschliste gucken. Ja, aber da ist schon so viel drauf. Warte mal. Oh, ich habe mir kürzlich mal wieder einen Ridley Scott-Film aus jüngerer Zeit angeguckt. Nämlich Exodus. Und Ridley Scott hat schon irgendwie in den letzten, 15 Jahren nicht so richtig viel gute Filme gemacht. Okay. Also der hat schon viele Monumentalfilme mit großem Budget und langer Laufzeit und großen Stars gemacht. Aber auch viele so Roland Emmerich-Filme, oder? Ja, so ist Exodus auch. Ah ja. Der Film hieß Bad Times at the El Royale und ist von Drew Goddard. Deswegen habe ich mir ihn auch gewischlistet, weil Drew Goddard ist ja der von Lost, der auch Cabin in the Woods gemacht hat. Den fand ich der gut. Ist noch toll. Ja. Bad Times at the El Royale. Ich kann das, wenn ich das schaffe, verlinken. Und den hatten die, glaube ich, da besprochen. Ich weiß zwar nicht, wie man das besprechen kann, wenn es den noch gar nicht gibt, aber vielleicht waren die so eine Prüfung. Da hat dann jetzt wahrscheinlich Kinostart. Es gibt nämlich dieses Ding, wenn du Journalist bist, der darüber professionell arbeitet, dann kriegt man das manchmal schon vor dem Kinostart. Ach so. Dann werden die bevorzugt. Ja. Das ist ja das Allerletzte. Ich habe es mal in den Zahlensender gepostet. Und der ist mit Jeff Bridges. Ich sehe es gerade. Und Chris Hemsworth. Kenne ich nicht. Was? Thor. Nee, kann ich nicht. Thor, Dicker. Ja, habe ich nicht geguckt. Ach so. Avengers, und durch, Dicker. Ja, durch aber in Kino Plus habe ich auch hier Steven Gätchen richtig. Den finde ich mittlerweile richtig gut. Bin ich nicht. Kennst du ihn doch? Schick ihm ein Bild. Nein, weiß ich wirklich nicht. Ist das ein Schauspieler? Das ist der immer die Oscar-Nacht auf ProSieben für 30 Jahre, nicht 30 Jahre, aber ewig auf ProSieben gemacht hat. Ja, hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Steven Gätjen, hast du ihn schon gegoogelt? Mit Ja. Yeah. Ja, kenne ich nicht. Echt? Ja, schön. Okay. Ich habe hier ein Bild. Ich fand den früher immer ein bisschen komisch, okay. aber auch cooler Typ, wenn es um Filme geht. Und der ist da auch manchmal eingeladen, oder wie? Oder wie kommst du jetzt auf den? Ja, der ist da auch einmal im Jahr oder so. Ach so. Weil er in irgendeiner anderen ZDF-Sendungseigenschaft der Chef von dem Schröckert ist. Insomnia wollte ich mir ja auch mal angucken. Ist das der mit Al Pacino? Genau. Und Robin Williams. Den wollte ich auch schon immer mal gucken und habe es nie getan. Hattest du den nicht empfohlen? Und wenn nicht, war das der Brickster. Dann war das der Brickster. Dieser Brickster. Empfiehlt was und dann kommt er nicht. Ja, Schwein. Schwein. Dieses Schwein.
Dabei hat er sich bestimmt voll gefreut, dass Alan Tudyk bei Deadpool mitgespielt hat. Heißt der Tudyk? Wird der Tudyk ausgesprochen? Ich habe immer Tudyk gesagt. Der Alan. Der L. You can der call him L. Let's just call me L. Wo hat er mitgespielt? Bei Deadpool 2. Ah. Zusammen mit Matt Damon. Ja. Die wo war nochmal... Aha. Ich wollte dich noch fragen, weil du doch geschrieben hattest mit Matt Damon. Achso, der war der zweite Hillbilly auf diesem Truck, der so komplett in so einem Fettanzug mit fettem Kinn und fettem Gesicht. Aha. Cable kommt ja irgendwann da an aus der Zukunft, ja, und dann trifft er diese beiden langhaarigen Hillbillies, die Bier saufen, auf ihrem Truck sitzen. Und dann erschießt er doch beide und klaut das Auto. Ich habe ja auch Matt Damon in Interstellar schon nicht erkannt. Ich das fand das geilste Cameo, das ich jemals erlebt habe, weil ich tatsächlich bis dahin nicht wusste, dass der da mitgespielt hat. Okay. Bis zu dem Moment, wo man ihn gesehen hat. Ich fand Matt Damon auch ziemlich witzig in dem dritten Tor. Hast du den gesehen, Ben? Ja. Da gibt's doch dieses Theaterstück, was Loki aufführen lässt. Ja, stimmt, genau. Ja. Und hier Dingens, Zeus, ach Quatsch. Odin wurde doch von Sam Neill gespielt. Ja, genau. Das fand ich auch geil. Ja. Ach, Sam Neill, ja, jetzt, bei, ja. Bei Deadpool, die Cameos fand ich echt gut gemacht. Auch das von Brad Pitt. Ja, ich kann mich da halt nur nicht mehr so genau dran erinnern. Ja, an Brad Pitt erinnere ich mich noch. Das war schon sehr witzig, ja. Diese zwei der Film ist allgemein echt gut. Ja. Finde ich sogar noch einen Tacken besser als den ersten, muss ich sagen. Ja, müsste ich mir wohl der erste noch diesen Neubonus hatte, weil sowas gab es da ja noch nicht. Er hat jemand Darkest Hour gesehen. Da spielt wohl Gary Oldman Churchill. Und nein, habe ich noch nicht gesehen. Ach, den habe ich auch noch nicht gesehen. Gary Oldman, ich verstehe das nicht. Der sieht, also früher hieß ja, ich glaube, der Spitzname von Alec Guinness war, wie hieß der? Der Mann mit den 1000 Gesichtern. Und ich glaube, inzwischen ist das Gary Oldman. Zumindest in Darkest Hour das ist schon eine krasse Maske. Der sieht immer komplett anders aus, egal was der spielt, finde ich. Ich habe den auch damals nicht erkannt, als er in dem ersten Batman den Commissioner Gordon gespielt hat. Echt? Okay, da hat er doch, glaube ich, nur einen Schnurrbart gehabt. Ja, aber so hab ich ihn ja noch nie gesehen. Bist du jetzt auch bei Battlestar Galactica immer überrascht, wer dieser Typ auf der Brücke von der Galactica ist? Wegen dem Schnurrbart. Ja. Und auf der Pegasus wegen dem Bauch. Wer soll das sein? Den habe ich ja noch nie gesehen. Nein, ich habe nur ein Problem mit Schnurrbärten. Deswegen ziehen die Gangster die doch auch immer an, damit man sie nicht mehr erkennt. Sein Tarnfeld. Ich habe eine Kurznachricht gesehen, dass in Florida jemand einen Supermarkt überfallen hat und sich einen falschen Bart aufgemalt hat. Und er konnte unerkannt entkommen. Lass mich warten, auf den Handrücken. Und hat sich ja so vors Gesicht gehalten. Also du hast Darkest Hour auch noch nicht. Nee, ich habe auch auf meiner Wishlist, deswegen habe ich gefragt. Das ist sowas, das kommt bestimmt irgendwann in Netflix. Ja. Ach, Moment. Ja, das denke ich auch. Ah, das haben wir oder ja noch. Oder Amazon. Oder Amazon. Ah, das haben wir noch. Ich lass mich doch von. Weil ich hab's überhaupt nicht richtig geblickt. Was der Döpfner ist jetzt im Aufsichtsrat von Netflix. Ah. Ja, schön für ihn. Ja, gibt bald nur noch Dokus über den Springer Verlag. Das ist dann wie bei N24 beziehungsweise Welt heißt es ja jetzt. Es kommen nur noch Dokus über den Zweiten Weltkrieg. Durchgehend. Naja, Dokus gibt's bei Netflix ja schon länger viele. Ja, das haben die sich echt, finde ich, ganz schön gekrallt, so als irgendwie zentrales Merkmal, finde ich. Mhm. Und die lohnen sich auch meistens wirklich. Ja, da sind richtig gute dabei. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur schlechte gesehen. Ach, Tim. Ich habe diese komische Doku gesehen mit diesen Spielen, wo sie diese Spiele da in Nevada vergraben haben. Die Atari-Spiele. Ja, genau. Die habe ich mir nicht angeguckt. Aber das ist halt so eine typische amerikanische Doku, wo ständig noch, ich weiß nicht, ich mag das nicht, ich mag diesen Stil nicht von diesen amerikanischen Dokus. Also ich habe da mal eine tolle Doku gesehen über
Ja, über Vietnam habe ich euch ja schon erzählt. Stimmt. Es gab da auch eine tolle Doku über, ich bin mir unsicher, sind es die Philippinen, irgendwo da im asiatischen Raum, wo, was, Kambodscha, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, wo die USA irgendwann so ein antikommunistisches Regime an die Macht gebracht haben und die dann praktisch folgenlos die ganze Zeit Kommunisten oder Leute, die sie halt zu Kommunisten erklärt haben, einfach umbringen konnten und die dafür aber nie zur Rechenschaft gezogen worden sind, weil die halt im Prinzip bis heute so die gesellschaftlich bestimmende Macht sind und das war interessant, so Leuten zuzugucken, die da ganz frei drüber reden können, ohne irgendwelche Repressalien befürchten zu müssen. Also jetzt nicht so wie in Deutschland, wenn du irgendwelche Nazis interviewst, die halt aufpassen müssen, was sie sagen, oder früher aufpassen mussten, was sie sagen, und dann ja doch eher halt das sagen, von dem sie glauben, wie Situationen eingeschätzt werden müssen. Aber wenn das so jemand ist, der da ganz offen drüber spricht und überhaupt keine, das überhaupt nicht irgendwie in Frage stellt, das war schon sehr faszinierend. Okay. Ich habe mir gerade das Board angeguckt von Netflix. Übrigens, Reed Hastings ist auch im Board. Das sagt mir was. Das ist der Chef von Netflix. Aha, ja gut, das ist ja nicht überraschend. Aber Anne Sweeney ist auch im Board. Wer ist das? Also der Name kam mir auch bekannt vor. Das war der einzige Name, der bekannt vorkam. Die ist President Disney ABC Television Group. Also die Chefin von ABC. Und sonst kenne ich niemanden. Übrigens, apropos Döpfner, es gab doch mal ein Alternativlos mit dem Döpfner. Die letzte Alternativlos-Folge ist ja wohl ganz hervorragend. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört, weil ich Fefe irgendwann nicht mehr ertragen habe. Die letzte Alternativlos-Folge ist ganz hervorragend. Warum? Worum geht's? Es geht um, es ist Folge 42 und es geht natürlich um die Frage des Universums und... Ist sie ganz kurz? Nee. Ich dachte, es ist vielleicht eine Gag-Folge. 42 Stunden lang. Aus Nein, Sicht ich kann eines mir den nicht mehr anhören. Mathematikphilosophen. Tu mich auch schwer, den zu lesen, weil der geht mir einfach zu arg ab, immer mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und hintergründigen Dingen, warum irgendwo Dinge passieren. Also die Folge ist ganz hervorragend, aber sie wird dir okay. Nicht gefallen. Ja, ich höre mir das Intro an, das fand ich immer gut, die Musik, und dann mache ich wieder aus. Und hier Podcast-UFO, auch ganz hervorragend. Ja. Kennst du das? Ja. Warum hast du das nie erwähnt? Weil ich dachte, dass du keinen Bedarf an zusätzlichen Laberquatsch-Podcasts hast. Podcast-UFO ist gut. Ich finde das vor allem interessant, wie die regelmäßig, also wie du denen so bei der Comedy-Arbeit zugucken kannst. Wie ja, die alles mit Florentin Will ist gut. Ja. Punkt. Also der ist tatsächlich echt ein extrem großes Talent. Ja, ich finde ihn auch gut. Ich gucke ja immer diese Age of Empires Sachen und da ist ja auch dieser andere ja, dabei, gut, dieser Donny, den finde ich ja ganz schlimm. Was? Den finde ich super lustig. Den finde ich auch. Nee, den finde ich überhaupt nicht lustig. Finde ich auch ein bisschen anstrengend. Den finde also ich fremdschämmäßig. Der geht mir auch. Also, ich höre einen Podcast mit dem, die Gästeliste Geisterbahn. Und der ist schon einfach der anstrengendste, weil der kann halt nie die Fresse halten. Der muss immer das Quatsch stimmt, machen und muss immer irgendwelche komischen Stimmen machen oder dumme. Der kann sich so schlecht zurücknehmen. Ich finde den eigentlich nicht unsympathisch, aber. Der funktioniert doch nicht alleine, sagen den wird. Kannst du nicht. Ja, der funktioniert nein, nur alleine. Wenn er sich halt, wenn er halt mal damit leben könnte, auch mal jetzt eine Viertelstunde nicht im Vordergrund zu stehen. Ja, genau. Dann fände ich den viel, viel besser. Also das ist so die, auf eine gewisse Art und Weise ähnlich wie der Holgi, der auch so extreme Probleme manchmal hat mit seiner Impulskontrolle. Also anderen Leuten nicht ins Wort fallen. Und halt mal einfach mal kurz die Klappe halten und jemand anderen machen lassen.
Aber Gästeliste Geisterbahn höre ich zum Beispiel nicht mehr. Das habe ich nur mal ein paar Folgen gehört und deswegen kann ich ja jetzt Podcast UFO hören. Okay. Sehr gut. Ich habe sogar Podcast UFO seit Februar nachgehört. Mhm. Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Ich bin gerade. Auch noch rückwärts. Das war interessant. Gerade erst im Mai. Ach so. Ja, dann habe ich dich schon rückwärts überholt. Ich bin im Februar. Nein, du hast mich gar nicht überholt. Doch? Also, dann hast du nicht mehr Episoden gehört. Du hattest ja, dein Weg war ja viel kürzer. Ja, aber weil ich bin am Mai vorbei. Ich komme ja vom Anfang. Ach so. Von 1978. Oh, Unwetter bis 21.30 Uhr. Juhu! Hat zweimal gedonnert. Ich kann 78. Halbe Kartoffel sehr empfehlen. Was ist das denn? Ein Podcast? Das oder ist ein Podcast. Das ist ein Podcast, wo der Interviewer ständig irgendwelche Leute interviewt, die einen ausländischen Elternteil haben. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Okay. Und sehr locker auch. Also nicht anstrengend. Ja, aber Kartoffel wirklich so, also ohne Kartoffel musst du schreiben K-A-T-O-F-F-L. Nee, das ohne muss man R, gar nicht schreiben. Man muss nur halbe schreiben und dann findet er das schon. Okay. Es gibt nämlich sonst nur noch halbe Hirne und eine ganze halbe Stunde. Halbe Hirne, klingt aber auch interessant. Aber ich gucke jetzt auch immer, weil die eben gesagt hat, Florentin will, ich gucke immer dieses Moin Moin, wenn sie da irgendwie unterwegs sind. Das ist auch immer lustig. Ich gucke in letzter Zeit extrem wenig von Rocket Beans. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mir die neuen Episoden von einem Royal Beef anzugucken. Und von dem weiß ich eigentlich, dass mir das immer super gefällt. Ah ja, das fand ich langweilig. Oh, aber früher fand ich das immer richtig gut. Ich habe das ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber ja, ich finde diese Spiele halt nicht interessant, die da machen. Nein, die Spiele, um die geht es mir auch gar nicht. Also ich gucke mir auch sonst, eigentlich, ich weiß nicht, mir gibt es relativ wenig Leuten beim Spielen zuzugucken. Wieso, dann musst du nicht selbst spielen? Aber ich will das ja, aber das ist doch eigentlich der Witz an der Sache. Ja, eben. Ja. Also ich mache das nur mal, wenn es mir um irgendein Spiel geht, von dem ich noch nicht so richtig weiß, ob ich das haben möchte oder nicht, dann gucke ich mir halt mal jemanden an, der das mal für eine halbe Stunde spielt, aber so dauerhaft, weiß nicht, finde ich das ein bisschen... Ich gucke mir alle Adventures nur noch bei Gronkh an, weil... Boah, den Typen kann ich so nicht ausstehen. Ach, ich finde, der hat eine angenehme Stimme. Ja, aber der redet immer, als würde er mit Dreijährigen reden. Ich hasse das. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das tut er aber. Ja, aber das ist so grausam. Ich kann dem nicht zuhören. Also hast du nicht mal... Ich weiß ja nicht, ob... wie so ein Erzieher im Kindergarten die ganze Zeit. Ob das bei den Rocket Beans mittlerweile besser geworden ist. Aber früher, ey, der Chat von denen, der war echt kaputt. Den habe ich immer aus. Keine Ahnung. Ja, habe ich dann auch irgendwann gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Nee, der ist furchtbar. Wie viele hormonzugeballerte 14-Jährige. Ja, und wehe, da ist mal, keine Ahnung, Nasti oder Sophia im Bildschirm, dann... Ja, genau, da war immer schon voll Alarm. Wenn, oh, da ist eine Frau zu sehen und oh meine Güte, man kann ja ihre Brüste sehen. Ja, genau. Da war echt voll Alarm dann. Und ich fand es halt extrem enttäuschend auch, dass die ihren Chat damals so null moderiert haben. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser geworden ist. Das ist jetzt anders. Du siehst quasi jede vierte Zeile, Kommentar wurde entfernt. Ja. Einfach random. Ja, vielleicht auch das kann natürlich sein. Nee, also da sind sie auf jeden Fall hinterher, aber ich habe ihn trotzdem. Erhöht aber die Qualität um 25%. Nö, um den Chat geht es mir auch gar nicht. Aber Gronkh kann ich einfach nicht haben, weil der hat einfach so eine Art und Weise zu reden, als würde der mit gehirnamputierten Kindern sprechen. Das kann vielleicht ich einfach, finde ich ja. Deswegen gut. Kann ihm keine 3 Minuten zuhören, dann muss ich das Video ausmachen. Würde ich mal ein bisschen ins Gesicht treten. So geht's mir bei Ronny, Donny. Da habe ich gestern ein Video geguckt, da hat er diesen Truck-Simulator gespielt. Schön als Trucker verkleidet, mit langen, vergilbten Haaren. Das war sehr lustig. So zweimal die falsche Ausfahrt gefahren, hintereinander. Dann hat er einfach gedreht. Klingt spannend. Ist die Böschung runtergefallen und ist mit dem LKW nach vorne in die Leitplanke gerast. Das hat aber Gronkh auch schon gemacht. Ach nein, das war, glaube ich, der Flixbus-Simulator. Alter, was es alles gibt.
Ich muss mir ja noch den Landwirtschaftssimulator. Ja. Kannst du jedes Jahr wieder kaufen. Ja, aber den kann man jetzt im Koop spielen. Das machen auch bei FAW ganz viele. Das Ding läuft schon seit Jahren als. Ich wollte auch gerade sagen, also dein Geld haben die auf jeden Fall nicht nötig. Diese ganzen Simulatoren-Spiele, die laufen richtig, richtig gut. Ja, ja. Ist nicht auch irgendein Simulator. Ist das der Landwirtschaftssimulator das am meisten verkaufte Spiel oder so bei Amazon? War nicht mal irgendwas? Kann schon sein. Ja, könnte auch. Irgendein Simulator auf jeden Fall oder ein Flugsimulator. Mal Warzone und guck mal, wer da im TS-Chat ist. Ich wette, es sind welche im Raum des Landwirtschaftssimulators. 30 Millionen Spiele. Schade, ich komme nicht rein. Verdammt. 1 Million Dollar. $1 million. Ah, verdammt, niemand im Raum des Landwirtschaftssimulators. Wenn man mal einen Beweis braucht, ist er nicht da. Aber meistens ist das so. Hattest du mal, Tim, in Halt and Catch Fire reingeguckt? Nein. Die Serie? Nein. Sollte ich das? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die was für dich ist, aber ich kann mich auch täuschen. Auf Netflix? Soll dir vorkommen, Amazon. Okay. Ah, mit Halt. Netflix haben wir ja nicht mehr. Nicht Hold, sondern Halt. Halt. Nein, ja, Halt. Ja, genau. Halt, ja. 1980, frühe 90er, Halt von Computerboom durch die beginnende Verbreitung. Okay. Muss ich mal gucken. Computerboom hattest du ihn. Ziemlich gut. Also die vierte Staffel habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich fand die Serie ziemlich gut. Gucken. Ich bin ja jetzt sowieso fast fertig mit ich habe es vergessen. Mhm. Aber ich bin fast fertig damit. Okay. War's gut? Ja, es wurde immer besser. Okay. Aber jetzt es ist bin jetzt ich eigentlich schon interessiert, worum es geht. Man muss es auch nicht gucken. Habe ich beim letzten Mal schon erzählt und gesagt, dass du es mal gucken sollst. Ah, IT-Crowd. IT-Crowd, genau. Ah, genau, ja. Ich höre dir nämlich zu. Ja. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich habe dir zugehört. Ja. Das wird besser, immer besser mit der Zeit. Ja, ich stelle das überhaupt gar nicht in Frage. Ich komme einfach nicht dazu, weil. Aber das Lachen nervt. Es ist halt nur so viel Zeit, um Dinge zu gucken. Ja. Aber wie gesagt, geht schnell, weil hat ja zwar viele Staffeln, aber immer nur 6 Folgen pro Staffel. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht so, dass man das unbedingt gucken muss. Ich habe mir genauso ging es mir mit Jack Ryan. Ich musste es mir jetzt angucken, weil da tatsächlich die Werbung funktioniert hat, weil mich Amazon so zugeballert hat mit Werbung für die Serie. Nie was von gehört. Wirklich, ach, komm wirklich schon. Nicht. Tatsächlich nicht. Ohne Scheiß. Vor jedem fucking Film läuft, oh, ich will doch echt nicht übernehmen. Und zwar seit Alter. Monaten. Ja, seit wirklich. Monaten. Hab tatsächlich auch ich habe ja hier Dings geguckt, IT-Crowd, aber keine Werbung. Ja, IT-Crowd vielleicht? Dachte ich, ist Netflix. Ach so, war das nicht Netflix, Amazon. Nein, Amazon. Ach so. Ja, das da habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr reingeguckt. Ja. Ja, dann schnell. Ja. Und das nein, ist eine Serie, Jack Ryan. Jack Ryan, das ist eine Serie, die man nicht gesehen haben, die nicht schlecht ist. Mit Harrison nicht Ford oder Alec Baldwin? Weder. Nein, aber der Charakter, ja. Ach so. Ja, Tom Clancy. Den zum Beispiel, ich weiß nicht, was das für ein Schauspieler ist, aber auf den bin ich überhaupt nicht klargekommen. Also der ist Ryan Gosling in schlecht. Ryan Gosling in schlecht. Nein. Ich habe übrigens kürzlich einen Film gesehen, hier mit Russell Crowe, wie hieß er? Also und Ryan Gosling. The Nice Guys. The Nice Guys. Ah. Also Ryan Gosling kann verschiedene Gesichtsausdrücke. Wirklich? Wirklich. Das war's. The Nice CGI. Guys gibt's auf Netflix gerade, ist ein sehr unterhaltsamer Film, der nicht so anstrengend ist und nicht wehtut und Ryan Gosling ist darin anders. Okay. Der war bestimmt krank. Erkältet. Also der Typ heißt wohl John Krasinski. Ja. Sagt mir gar nicht. Tom Clancy. Also. Jack Ryan. Falls es Jack Ryan ist, es ist der erste Typ in der Besetzung. Ja, wahrscheinlich. John Krasinski. Ja, das ist der. Und der echt, also ich weiß nicht, wie. Er sieht weder aus wie Alec Baldwin noch wie Harrison Ford. Das kann nicht Jack Ryan sein. Ah, und der guckt halt, und der ist so langweilig. Der hat null Charakter, der Typ. Und ist aber natürlich, weißt du, so Ex-Marine, super intelligent, der an der Börse war dann voll der
voll der Crack, weil das hat er total drauf. Und natürlich auch als Analyst ist er so der, der dann irgendwie in 2 Tagen als einziger das große terroristische Mastermind entdeckt. Also wenn das ein weiblicher Charakter gewesen wäre, dann hätten sich wieder alle drüber aufgeregt, dass das hier wieder so ist wie bei Rey. Dass sie nicht am Herd steht. Nein, dass er einfach alles kann. Ach so. Sofort. Ja, genau. Ja, aber nee, aber bei einem Mann ist das ja genetisch. Ach, der Film heißt Erwachen der Macht. Da kennen wir den. Okay, ja, also Jack Ryan ist wie Homeland, aber in langweilig. Ja. Homeland habe ich auch nie gesehen. Dann kann ich vielleicht mal Jack Ryan gucken. Hä? Was? Hä? Ja, genau. Hast du uns überhaupt zugehört, Alter? Du hast gesagt, das ist wie Homeland in langweilig. Da ich keinen Vergleich habe, da ich Homeland nicht kenne, kann ich doch Jack Ryan gucken. Starte ich mit dem Schwächeren. Mit der schlechteren Serie. Ja, Homeland, dann finde ich die andere umso besser. Lange vorbei, oder? Nee, das ist noch gar nicht vorbei. Ja, aber da hieß es immer, man soll nach der 2. Staffel aufhören. Ja, du kannst dann aber wieder einsteigen. okay. In der 4. oder 5., ich bin mir gerade unsicher, das wurde irgendwann wieder gut. Ach so. Weil bei Jack Ryan sollst du ja vor der 1. Staffel aufhören. Okay. Ich habe auch True Detective immer noch nicht geguckt, das hattest du ja auch schon mal empfohlen. Das kommt ja nirgendwo. Ja, ja, das ist so mit HBO-Produkten. Ach, das ist HBO, deswegen. Ja. Gibt es das auch bei Amazon? Bei Amazon oder iTunes gibt es das wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ich wollte immer noch mal diese Atlanta-Serie sehen, die hier Daniel Glover gemacht hat. Ja, soll auch echt gut sein. Hat das was mit Coca-Cola zu tun? Nein. Okay. Na gut, ich gehe jetzt ins Bett und schaue noch ein wenig. Genau, du räumst jetzt erstmal bei Netflix auf, und damit man das noch nicht alles gucken kann. Ja, ich muss hier noch das Abo kündigen. Ah, genau. Genau. Nochmal. Nochmal. Schönen Abend. Gute Nacht. Bis demnächst. Bis bald. Nacht. Ciao. Genau.